Glück nur einen Sessel, einen Stuhl, ein Kissen oder auch ein Bett. Machen es uns mit nem schönen Buch gemütlich, so ne ruhige Ecke ist schon ziemlich nett. Kaum beginnen wir in unserem Buch zu lesen, schon sind wir mit Haut und Haaren mittendrin. Zwischen Elfen, Feen und einem alten Zauberer, der einen langen Bart hat unter seinem Kinn. Und plötzlich hüpft das Handy, doch das wollen wir gar nicht hören. Wir denken nur, bitte jetzt nicht stören. Das weiß doch jedes Kind. Reiten auf den schönsten Pferden durch die Wüste, entdecken sogar noch einmal Amerika. Wir tun das nur in Gedanken, doch beim Lesen fühlt sich vieles fast so an, als wär es wahr. Und plötzlich hüpft das Handy, doch das wollen wir. Stunde oder mehr, das gefällt uns so sehr, denn wir leben.